Freunde, neues YouTube-Video mit der Fußballlegende Wesley Snyder. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Freunde, ist mir jetzt angekommen. Wir wollen einen ganz, ganz besonderen Mann treffen, eine absolute Fußballlegende. Ich will noch nicht allzu viel verraten. Oder soll ich schon sagen, was sagst du? Steht doch eh im Titel. Steht schon im Titel, also sagen wir es, den dritten Wesley Snyder. Für mich natürlich auch eine absolute Fußballlegende. Real Madrid, Inter Mailand, aber am wichtigsten Galatasaray Istanbul. Ich bin gespannt. Wir sind jetzt am Flughafen, werden gleich jetzt, glaube ich, in die Hotels gehen und erstmal einchecken und runterkommen. Entspannt. Das ist cool. Hier geht's mir gut. Freunde, im Hotel angekommen. Jetzt schnell in die Zimmer frisch machen und dann schon zum Abendessen. Ich bin gespannt, wie die Zimmer gleich sind. Guten Morgen, Freunde. Der erste richtige Tag aus Izmir. Und wir haben einiges direkt vor. Wir wollen ganz random den Bürgermeister besuchen. Ich weiß nicht warum. Und das Wichtigste natürlich des heutigen Tages. Wir treffen Fußballlegende Wesley Snyder. Real Madrid, Galatasaray Istanbul und natürlich auch Inter Mailand. Eine absolute Fußball-Ikone, hat es auch geschafft. Weltmeisterschaft, Finale. Er hat den Ball auf Arjen Robben gespielt. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnert. Den hat Robben ja leider gegen Casillas vergeben. Er hat ihn überragend durchgesteckt. Ist also, wie gesagt, eine absolute Fußball-Legende. Hat unzählige Tore geschossen und wird natürlich gerade in der Türkei vergöttert. Ich freue mich riesig auf das Video. Lasst natürlich einen Daumen nach oben da, einen Kommentar gerne da. Glocke aktivieren, Kanal abonnieren, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und jetzt rein ins Video. Wir treffen heute Wesley Snyder und da sind meine ganzen Fußballsachen drin. Wir treffen uns im Altai-Stadion. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wir machen da coole Fußball-Challenges. Ich weiß aber tatsächlich nicht erstmal, wann, wie, wo, was genau passiert. Deshalb nehme ich euch einfach komplett mit und ich freue mich nachher, ihn zu treffen. Das ist eine absolute Fußballlegende. Top Mann. Du sprichst Englisch? Ja. Ah, super. This man is the best. English is good? Yeah, it's good, yeah. Okay, perfect. But we understand you a little bit. Yeah, you understand that? A little bit. The same way I have with you. With Germany, you yeah, German. Yeah. Explain what you are doing. They bought a team, you know, in the last league. Yeah. They win now everyone 10-0, 10-0, 10-0. Yeah? And all influencers, YouTube, Twitch, I don't know what they are. Very good, in Germany? In Germany, Berlin. Imagine, they signed contract with Adidas. Still the same. Yeah. So we have also one team in Holland. The creators. Yeah. So Adidas makes the contract with them. Hallo. Falschgeld hier. Richtig Falschgeld. Then how is Spain for you with Madrid? Spain was nice. They are here, you know, they're on top. Yeah. Everything, the organization, the training ground, everything was like perfect. But of course also Italy, you know, in Milano. Italy, yeah. In Italy, it's beautiful. What was better? No, it's completely different, you know? Yeah? Completely different. And you know, if you are successful somewhere, then you live even more relaxed, you know? Like in Milano, I was like, we won the Champions League, we won everything there. So, you know, we were like legends there, you know? But is the Spanish league harder to play? It's more technical. Faster, yeah. Technical. And Italian is more like defending and strategy, tactic. Yeah. And when I just moved from the first game, I played directly the derby, Inter against Milan. Oh yeah. And they were all focused on tactic, you know, system. Like you cannot go up. And in Spain is like more open, technical, fast, like counter attacks. You know. Yeah. But in Italy, no, relax. It's more relaxed. Yeah. Start to defend first, and then you make a goal. I like the fast play too. Yeah, of course. Fast play is like also like more exciting for. That was always my style, you know, fast playing, like fast, not defending. I hated defending. Ihr habt's gehört. Gut, dass Lukas hier das Interview halb übernommen hat. Ich fand euch richtig gut, ey. Danke, Lukas, dafür. Also war wirklich sehr interessant, aber was er erzählt hat, ne? Ich fand es schon interessant, was er erzählt hat. Also, italienische Liga war sehr defensiv geprägt, glaube ich, ne? Spanische Liga mag er, ne? Aber Spanische Liga guckt auch jeder gerne, ne? Aber er war ein Jahr in Madrid, glaube ich, ne? Glaube ich. Wir blenden es nochmal ein, wenn ich nicht ganz falsch liege. Türkei würde ich mir auch gerne, aber frage ich ihn gleich mal, wie Türkei mal war. Aber schon sehr, sehr interessant auf jeden Fall. So, Freunde, jetzt sind wir im Badezimmer. Relativ random fahren wir gleich zum Bürgermeister. Ich habe keine Ahnung, was sie beim Bürgermeister sollen, aber ich glaube einfach, wenn ein Wesley Snyder in einer türkischen Stadt ist, will der Bürgermeister ihn auch sehen. Und danach gibt es das große Match Delay Sports versus Galatasaray Istanbul versus Wesley Snyder. Ich freue mich riesig drauf und jetzt rein zum Bürgermeister. Und hier beim Bürgermeister machen coole Bilder noch. Ich fand das schon sehr, sehr cool.
Ich finde das schon sehr, sehr witzig. Ich finde mal, wie rumpelige Leute hier im Raum sind. Einfach, das haben wir nie gesehen. Ich glaube, für viele Leute da draußen ist das so zu sehen, wie viele Leute hier in einem Raum sein können. Krass. Son derece mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Biz de teşekkür ederiz, tatlarınızı açtığınız için. Ne demek, ne demek, ne gezdik, demek. Gittik, ziyaret ettik. İkincilik, üçüncülük. Yani öyle çok şey değil, nerede yani? Oh, süper. Was ein Trubel um eine Person hier beim Bürgermeister. Also ich finde das schon völlig verrückt. Guck mal, jetzt packen die ihn erst. Film das mal bitte einfach. Wie die ihn packen. Ich finde das schon sehr, sehr geil. Das ist schon sehr, sehr cool. Aber auch sehr sympathischer Typ. Der weiß gar nicht, wo die ganzen Kameras sind. Ein bisschen noch, das ist schon stark. Feier ich. Sehr sympathisch. Wirklich sehr, sehr sympathisch. Was sagt Lukas denn dazu? Ich bin noch gar nicht gefreut. Zu was? Ja, zu dem Trubel hier. Ja. Kennst du aus der Musik? Das ist krass, aber alle feiern hier natürlich, ne? Hast du schon mal so einen Bürgermeister so kennengelernt oder sonst was in der Richtung? Den Bürgermeister? Du hast doch was. Erzähl mal mit Dings, ne? Ich hab eine Kampagne gehabt mit dem Bundespräsidenten. Stimmt, stimmt. Oh, mit Toni Kroos, also war Bundespräsident Toni Kroos. Und noch zwei andere. War's cool? Sehr interessant, ey. Kurzer Besuch beim Bürgermeister. Sehr, sehr interessant. Habe ich noch nie gemacht in meinem Leben, ehrlich. Sehr, sehr interessant. Freunde, jetzt nächste Station für uns. Wir gehen ins Stadion. Ich freue mich riesig drauf. Und dort machen wir gleich die Challenges. Und ich glaube, es war schon interessant. Jetzt sozusagen war mein Bürgermeister. Wichtige Sachen gemacht einfach, die für den Tag entscheidend waren. Jetzt freue ich mich auch, Mr. Wesley vielleicht noch näher kennenzulernen. Gleich auf dem Platz natürlich noch zu gucken, was er drauf hat. Wir haben jetzt ein paar Bilder gesehen, wo er natürlich ordentlich zugelegt hat. Ich blende es mal ein, wie er aussah. Jetzt, heute muss ich sagen, hat er vielleicht einen Cup genommen. Sieht auf jeden Fall wieder stabiler aus. Für mich natürlich eine große Ehre, mit ihm gleich auf dem Platz zu stehen. Mit so einer Fußballlegende. Und ich freue mich drauf. Freunde, so fühlt man sich als Fußballprofi, wenn man im Koffer in die Stadion geht. Wir sind jetzt am Stadion angekommen. Und dort werden wir gleich ein bisschen Cooles machen. Ich bin wirklich gespannt, es wird schon cool werden. Ja, guckt euch das mal an. Also der Verein hat letztes Jahr noch, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, in der ersten Liga in der Türkei gespielt, in der Super League. Und der Platz wird cool sein. Wir ziehen uns gleich um, können ein bisschen uns hier drumherum aufhalten, treffen gleich Wesley da. Ich glaube, Snyder müsste schon hier irgendwo sein auch. Also es wird sehr, sehr cool werden. Und der Platz, würde, wie ich mal sagen würde, ist im überragenden Zustand. Freunde, hier im Stadion, also ich finde die Sessel an sich cool, ein bisschen eingestaubt. Das Stadion ist riesig. Hier wird gleich auch der Dreh gleich passieren mit Wesley Snyder. Freue ich mich natürlich riesig drauf. Ja, ansonsten, wir gehen gleich noch auf jeden Fall safe in die Innenräume rein. Gucken uns da natürlich die Kabinen und so an. Also ich denke, dass die auch cool sein werden. Ich muss tatsächlich eine Sache zurücknehmen, dass ich gesagt habe, der Platz ist in einem guten Zustand. Ich weiß auch gar nicht, ob wir sie schon drauf dürfen, aber bitte film mal diese Schlaglöcher oder so. Ich finde das schon sehr, schon heavy. Ist schon gefährlich. So, ne? Die haben das jetzt mit Sand aufgefüllt. Der Platz ist auf jeden Fall in keinem guten Zustand. Ne? Also eine Skala, von einer Skala von 1 bis 10. Wenn ich das jetzt hier so sehe, beiden ist 10. Das hier ist dann verhältnismäßig eine 5. So, wir filmen mal so ein bisschen die Innenräume hier. Ich in meinem Koffer, ich denke, ich habe Champions-League-Spiele oder so. Ich weiß auch gar nicht so richtig 100%, was hier abgeht. Links, rechts, es geht immer was. Ich weiß, ich habe Gefühl, dass die Champions League denken, ich spiele Champions League, ne? Mit Koffer und so. Bräuchte ich noch einen Anzug oder so? Der guckt auch schon so. Ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufen soll. Links, rechts, ne? Die laufen alle hier kreuz und quer, aber die gucken schon so an. Das Witzige ist, nein, ich kann kein Wort Türkisch und die gucken mich alle so an und reden auch mit mir automatisch Türkisch. Das ist so traurig. Hast du die Frau gesehen, wie die mir in die Augen guckt? Die wollte die ganze Zeit sagen, ne? Die wollte, ich wusste, ich bin so lost unterwegs hier. Das ist so traurig. Doping Control. In der Türkei ist alles möglich. In der Türkei ist immer alles möglich. Teammanager könnte da drin sein, könnte aber rein theoretisch auch ein Stripclub sein. Man weiß es nicht. Willkommen in der Türkei. Alles ist möglich. Das ist alles Bluff, die ganzen Dinger, die haben nichts zu sagen. Teamkit, ja, da ist noch, steckt ein Schlüssel drin. Der guckt schon so, mach mal auf. Ja. Aber hier sieht es ein bisschen sehr, sehr verlassen aus. Also hier schon seit Ewigkeiten, hier sind auch keine Getränke im Kühlschrank drin. Also wir haben jetzt den Vergleich zu Brighton tatsächlich. In Brighton, liebe Grüße Dennis an dieser Stelle, war ja alles krass, alles cool, alles sauber. Aber so ein bisschen, ich weiß nicht, aber trotzdem sieht das so ein bisschen verlassen. Okay, Klopapierrolle, weiß ich nicht, was sie da macht. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Lass mal weitergehen, vielleicht finden wir auch irgendwas Interessantes, irgend so ein Schlachthof um die Ecke oder so.
Team Sojan, was das Team Dressing Room 4, aber schon sehr, sehr lang gezogen, die ganzen Innenräume hier. Langer Tunnel, der da einfach geht, ne? Ich werde aus der ganzen Sache noch nicht hundertprozentig schlau. Wir werden es aber sehen, was hier alles noch passiert. Ich bin neugierig. Team Dressing Room 1, da ist doch auch. Können wir mal reingehen? Lukas. Okay. Tiefe Bälle. Tiefe Bälle. Okay. Tiefe Bälle. Klar. Du spielst heute auf A6. Mhm. Du hast den Körper dafür. Ich will die Zweikämpfe sehen. Aber den Luxus aus der Premier League hast du definitiv nicht. Ihr habt da den direkten Vergleich. Also hier schon cool. Müffelt. Lecker. Boah. Ja, gut. Also es ist okay, es ist sauber, ne? Das muss man schon sagen. Wir gehen mal weiter. Ich bin mal gespannt, was es hier noch gibt. Sehr, sehr coole Duschen. Also wirklich für Fußballkabinen sind das coole Duschen. Auch eine sehr, sehr schöne Kabine. Aber jetzt natürlich kann man das Ganze niemals mit der Premier League vergleichen. Das ist natürlich auch eine andere Liga. Aber ganz ehrlich, ich finde es trotzdem voll mehr als in Ordnung und voll schön, voll cool. Aber eine coole, coole Fußballkabine, muss ich sagen. Keine Fernseher tatsächlich, wundert mich auch. Normalerweise hast du in so Profi-Clubs immer so Fernseher, aber Kabine ist cool. Freunde, neues YouTube-Video mit der Fußballlegende Wesley Snyder. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Freunde, ihr habt ja ganz kurze Ausschnitte gesehen jetzt beim Dreh mit Wesley Snyder. Richtig, richtig cool. Auch beim Bürgermeister einfach gewesen. Fand ich schon sehr, sehr random, aber cool. Ich hätte niemals gedacht, dass ich bei diesem Trip hier den Bürgermeister oder so kennenlerne. Also völlig verrückt. Auch dieser Trubel um Wesley Snyder kann man sich vielleicht in Deutschland gar nicht vorstellen. Das ist ein Altstar, eine Legende, aber die ganzen Leute umherum, wahnsinnig. Wir gehen jetzt ins Hotel, ruhen uns ein bisschen aus, gehen danach was essen mit der gesamten Bande. Ich glaube, er ist selber auch noch mit dabei. Wird cool. Lukas freut sich. Ich freue mich. Und dann gibt es gleich was zwischen den Kiemen. Auf geht's. Und jetzt Champions League-Modus mit dem Koffer wieder raus hier. Nochmal eine kleine Sache von mir. Diese Shuttle-Services in der Türkei, sensationell. 1A, wir haben gehört, 150 Euro am Tag kostet so ein ganzes Ding und da fährt ich überall hin. Mit Getränke, ein paar Süßigkeiten dabei, überragend. Schön klimatisiert, coole Beleuchtung. Hier unten muss ich ganz kurz filmen. Getränke, sehr, sehr cool. Muss ich kurz noch erwähnen, ein bisschen enttäuschend. Also es war cool, Wesley Snyder mit ihm auf dem Platz zu stehen. Ey, ohne Frage, super. 10 von 10, cooles Erlebnis. Was so ein bisschen schade ist, ne, und das verstehe ich natürlich auch, aus dem Weltstar irgendwo oder immer noch, aber ein bisschen schade, es war natürlich sehr, sehr hektisch. Ne. Ich hoffe, das kommt bei der beim Challenge-Video nicht so anders. Das war natürlich sehr... Es wurde auf die Uhr geguckt, ne, dass man schnell durchkommt. Und er hat auch ein bisschen Wehwehchen. Ne. Laufen konnte er nicht, Sprintduell wollte er nicht. Schade. Nee, es war sehr schön, sehr cool. Er wollte cool. Nicht reden. Ja, ja, perfekt. Also. Schau mal, nur ein bisschen hektisch so vom Content her. Aber an sich wirklich cooles Erlebnis. Freunde, bei diesem YouTube-Video haben wir Schuhe von Wesley Snyder unterschrieben. Die könnt ihr selbstverständlich heute nicht gewinnen, weil die Schuhe nicht mir gefallen. Ist das bodenlos, ey. Jetzt machen wir Abendessen. Abendessen, Fischrestaurant. Ich weiß nicht, in der Runde, Lukas, magst du Fisch? Ja, safe. Echt? Du nicht? Ja, ich mag Fisch sehr, sehr gerne, aber ich kenne Leute, die keinen Fisch mögen. Ich will keinen angucken, aber ich kenne also zwei Leute, die absolut keinen Fisch mögen. Wir gehen auf jeden Fall gleich essen. Wesley Snyder ist da. Wir haben auch noch ein Trikot mitgebracht. Möchte ich tatsächlich auch der Community geben. Er hat ja selber bei Real Madrid gespielt, von 2008 bis 2009, wenn ich nicht ganz bescheuert bin. Und das Trikot hier ist ein originales Real Madrid Trikot. Kostet so im Store 160 Euro, frech, oder? Ohne Scheiß, 160 Euro für so ein Trikot. Und das lassen wir gleich von Wesley Snyder unterschreiben. Und ballern ist für euch raus. Wichtig, schreibt mal Hashtag Gewinn in die Kommentare. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Wenn ihr das sowieso schon tut, noch besser. Dann müsst ihr nur noch Hashtag Gewinn in die Kommentare machen. YouTube-mäßig werden wir sowieso ganz, ganz viele Sachen rausballern. Weil ihr merkt schon, ich mache sehr viele YouTube-Videos hier. Ballern eins nach dem anderen raus, coole Videos kommen. Und ich will versuchen, viel auf YouTube zu machen. Deshalb abonniert so oder so. Freunde, jetzt sind wir beim Abendessen. Der Tisch ist gefühlt 30 Meter lang. Ja, Wesley Snyder ist auch da. Hätte ich jetzt auch in meinem Leben nicht gedacht, dass ich mal mit Wesley Snyder Abendessen gehe. Cooles Fischrestaurant, ich esse gerne Fisch. Und der Tisch ist wirklich schon reichhaltig gedeckt. Wir sind in so einen extra Raum gekommen. Ich sag, liegt wahrscheinlich daran, dass sonst zu unten Snyder zu oft voll den ganzen Leuten vollgelabert wird und so. Das ist schon heftig, wie der hier in der Türkei gefeiert wird. Das ist unglaublich. Eine absolute Legende, die Leute lieben den.
Und deshalb sind wir wahrscheinlich hier oben in so einem separaten Raum, aber kannst ja gleich den Tisch mal zeigen. Schon jetzt so die Vorspeisen reichhaltig gedeckt und sieht sehr, 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 sehr nice aus. Freunde, Vorspeise erledigt. Was wir noch erledigt haben, richtig, da habe ich euch auch noch versprochen. Real Madrid-Trikot, auch noch natürlich unterschrieben von Wesley. Wenn ihr es gewinnen wollt, ich mache es ja, ich habe ja versprochen, bei YouTube das immer wieder regelmäßig zu machen, dass ich, wenn ich Leute, Stars treffe, die Trikots verlose, coole unterschriebene Trikots. Wenn ihr das gewinnen wollt, wichtig, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und Hashtag gewinnen in die Kommentare für das coole Real Madrid-Trikot. Unterschrieben, sehr, sehr fresh. Uns alle lieb. Guten Appetit. Ich feiere das mit der Fischflosse nicht so, muss ich sagen, aber sieht trotzdem sehr, sehr gut aus. So, da verlässt er uns mit einem Armee Wesley Snyder. Auf nach Istanbul. Tschüss, tschüss. So, Freunde, in Deutschland wieder gelandet. War auf jeden Fall ein absolut, ohne Scheiß jetzt, unvergessliches Erlebnis. Wenn euch das Video auch so gut gefallen hat, gerne den Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Wir haben auch von Wesley Snyder ein original unterschriebenes Real Madrid-Trikot da. Ich zeige euch das Ganze jetzt auch nochmal. Wenn ihr das Trikot haben wollt, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und Hashtag gewinnen in die Kommentare. So sieht das Trikot dann aus. Ein richtig, richtig freshes Real Madrid-Trikot. Wie gesagt, Glocke aktivieren, Kanal abonnieren, Hashtag gewinnen in die Kommentare. Und ich freue mich, euch im nächsten Video wiederzusehen.